Die Polizei muss wohl einen Termin machen bei den Kollegen von der Einbruchsberatung. Die sitzen nicht weit weg vom jüngsten Tatort, dem Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke. Dort wurde tatsächlich eingebrochen. Das ist schon ein Ding für sich. Das hätte man sicher auch gern verschwiegen, hat aber nicht geklappt. Stattdessen gibt es nun einige Sicherheitsfragen und Spott noch dazu. Aha, der Täter ist zurück. Ach nein, doch nicht. Es sind nur Bauarbeiter. Die Fassade des Polizeipräsidiums wird nämlich gerade saniert. Aber die Planen haben den Einbrechern möglicherweise Deckung gegeben. Ein vorgeschraubtes Brett, genau da, wo Gitterstäbe fehlen. Der oder die Täter sind vermutlich genau hier in die Räume der polizeihistorischen Sammlung eingestiegen. Den Einbruch entdeckte der Museumsleiter und der lief sofort zur Polizei. Es war ein sehr kurzer Weg, da wir sozusagen quasi in einem Haus sitzen. Nach den bisherigen Erkenntnissen sind diverse Exponate, diverse Antiquitäten wie Dienstmarken der Geheimstaatspolizei, Ohrenschnallen, auch ein Bundesverdienstkreuz eines ehemaligen Polizeipräsidenten entwendet worden. Notgedrungen versucht die Polizei es auch mit Humor und fragt, wie erklären wir das bitte der Öffentlichkeit? Weil noch Spuren gesichert werden, dürfen wir nicht am Tatort drehen. Diese Aufnahmen stammen aus dem Archiv. Und ähnlich frei wie unser Kamerateam damals haben sich jetzt wohl auch die Einbrecher durch die Polizeiräume bewegt und zugeschlagen. Es ist insofern natürlich nicht erfreulich, wenn bei uns eingebrochen wurde. Wir müssen auf der anderen Seite positiv festhalten, dass eben halt keine Waffen, keine gefährlichen Gegenstände oder keine Verschlusspapiere oder was auch immer. Also es wurde nicht ins Polizeipräsidium eingebrochen, obwohl das Polizeimuseum quasi bei uns hier Bestandteil des Gebäudes mit ist. Aber wären die Täter doch weitergekommen, wenn sie gewollt hätten? Die Gewerkschaft der Polizei sieht den Einbruch als peinlichen Warnschuss. Es ist schon so, dass die Liegenschaften der Berliner Polizei nicht so gesichert sind, wie sie vielleicht gesichert werden sollten. Da ist halt nachts relativ wenig. Und jeder, der es drauf anlegt, der kann auch auf Dienststellen gehen und teilweise bis zu den Abschnittsleitern oder Dienststellenleitern hin ins Büro, ohne dass er gesehen wird. Die Polizei will ihre Sicherheitsvorkehrungen überprüfen, wird uns versichert. Möglicherweise ging es den Tätern auch weniger um den materiellen Wert der Beute. Vergleichbares findet man teilweise im Internet für ein paar hundert Euro. Vielleicht war es eher der Coup an sich, also dass man die Berliner Polizei vorführen konnte.